Moin. Moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ich wünsche euch einen schönen Wochenanfang. Es ist Montag. Ich habe heute mal einen Tag frei. Musste heute Morgen ein bisschen was erledigen. YouTube-mäßig. Und ihr habt es vielleicht am Screenshot gesehen. Ein Flug der Eurowings vom TXL nach CGN. Also vom Flughafen Berlin-Tegel zum Flughafen Köln-Bonn. Warum ich dieses Video dazu jetzt mache? Wie einige wissen, wurde in den letzten Jahren der BER, der neue Flughafen Brandenburgs, gebaut. Und dafür soll TXL schließen. Sorry, ich habe vergessen, das WLAN auszustellen vom Handy. Das heißt, es vibriert jetzt leider zwischendurch. Sorry dafür. Aber jetzt weiter zum eigentlichen Thema. Der BER öffnet Mitte, Anfang November und TXL schließt, der Flughafen Tegel. Ich war noch nie dort, bin auch von da noch nie geflogen. Ich hatte in meinem ganzen Leben nur zwei Flüge. Das eine war ein Air Berlin Flug von Köln nach Palma und zurück von Palma nach Düsseldorf. Ja, ich habe mir ein paar Sachen notiert, um euch ein bisschen was vom Berliner Flughafen zu erzählen. Vom einzigen Stadtflughafen, oder es gab ja zwei, Schönefeld und Tegel, die fallen dann ja weg. Der Flughafen Schönefeld wird ja zu Terminal 5 des BERs. Fangen wir einfach an. Name Berlin-Tegel, wie schon gesagt. Der richtige Name Otto Lilienthal. Der Flugcode, ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal genannt, TXL. Der Flughafen Berlin-Tegel ist 39 Meter über Normalnull. Die Schließung voraussichtlich, was jetzt eigentlich schon ganz sicher ist, 8. November. Die Eröffnung Tegels war 1948 und Tegel besitzt 5 Terminals. Terminal A bis E. Und die Passagiere angeben vom Jahre 2019 24.227.570. Ja, ich habe mir einfach gedacht, ich mache mal ein kurzes Abschlussvideo, ein kleines Resümee vom Berliner Flughafen Tegel. Welche Erfahrung habt ihr gemacht? Seid ihr traurig, dass Tegel schließt und der BE aufmacht? Oder beginnt ein neues Zeitalter der Luftwirtschaft für das Land Brandenburg? Weil Tegel wird ja dann, oder Berlin wird ja dann keinen Flughafen mehr haben. So wie ich das verstanden habe, liegt der BER ja in Brandenburg und Tegel und Schönefeld in Berlin. Ja, was soll ich da großartig zu sagen? Ich wünsche dem BER einen guten Start und ich freue mich dann demnächst, wenn ich von Köln oder Düsseldorf nach Berlin fliege, mir den BER mal anschauen zu können dürfen. Aktuell in den schwierigen Zeiten werde ich es natürlich nicht machen. Ergeben sich die Zeiten, dass es besser läuft, dann werde ich es natürlich machen und mir den BER mal anschauen. Ich hatte mich auch beworben als Tester für den BER, leider nicht angenommen worden, aber was will man machen? Ich bitte euch trotzdem, bleibt gesund. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich bin raus, euer Robin. Tschüss.